Hier ist sie, die sportlichste Harley-Davidson im Modellprogramm, die neue XR 1200. Ein Landstraßenfeger im Stile der Dirt-Track-Rennmaschinen aus den USA. Sie wurde für die Bedürfnisse von europäischen Bikern entwickelt, die das Leben eben eher sportlich nehmen. Motor und Fahrwerk sind neu entwickelt und überflügeln den Rest der Sportster-Baureihe bei weitem. Die Upside-Down-Gabel und Doppelscheibenbremse zeigen, dass es Harley-Davidson ernst meint. Eine reine Schwarz-Edition könnte natürlich auf die Vorderradbremse verzichten. Und jetzt wird auch klar, warum. Der Stuntfahrer beginnt seinen Test standesgemäß. Die XR 1200 ist eine typische Harley-Davidson mit den Leistungsmerkmalen einer Buell und schließt damit die Lücke zwischen beiden Modellwelten. Das Testurteil des offiziellen Harley-Davidson und Buell-Stuntfahrers Rainer Schwarz wird gleich zeigen, ob die Entwicklungsingenieure ihre Arbeit ordentlich gemacht haben. Denn Rainer ist nicht zimperlich. Ja, der erste Eindruck, klar, ich stecke eine Kupplung rein, was macht das Motorrad, geht es rauf oder nicht. Und da ist mit dieser kein Problem. Also man sitzt sehr sportlich drauf und durch das hat man auch ein sehr gutes Gefühl dafür. Das sieht man schon an der Bereifung mit 120 und 180, kann man eigentlich Sportreifen aufziehen und das geht einfach in Richtung Sport. Durch den ersten Fahreindruck muss ich sagen, die Basis passt und ich werde es nächstes Jahr ins Standprogramm mit aufnehmen. Na, wenn das kein Ritterschlag für ein Sportmotorrad ist.